Was ist Ihre Aufgabe hier? Forschungsleiterin. Hauptsächlich am Dammprojekt. Aber ich helfe auch anderweitig aus, wenn ich gebraucht werde. Man muss flexibel bleiben. Was halten Sie von Dr. Hildern? Vom Direktor? Er ist sehr wortgewandt und weiß viel. Das ist kein Lob. Sprache 25. Er scheint ja vor allem Wert auf Ergebnisse und nicht so sehr auf Menschen zu legen. Er ist nicht gerade warmherzig. Es sei denn, er will etwas von einem. Und selbst dann ist es eine Art kalte Wärme. Ich konzentriere mich meist auf die Wissenschaft und versuche, ihn zu vergessen. An der Arbeit beteiligt er sich ja nicht, obwohl er was anderes sagt. Dr. Hildern brüstet sich also mit Ihrer Arbeit? Allerdings, jeder weiß das. Ich muss diesen Job halt einfach durchziehen, bis das Projekt abgeschlossen ist. Aber Kili im Stich zu lassen, das ging zu weit. Sich mit fremden Federn zu schmücken, na ja, aber jemanden im Ödland in den Tod zu schicken? Wenn Hildern versucht, weitere Söldner anzuwerben, werde ich sie warnen. Was kann er mir schon tun? Ich bin die Einzige, die das Labor führen kann. Damit bist du quasi an der Macht. Hildern hat die Anhänger der Apokalypse erwähnt. Ich habe noch keine Ahnung, wer die sind. Ich frag mal. Mein Vater hat gut von ihnen gesprochen, aber das ist Jahre her, als sie noch Bauern und Viehzüchter unterrichteten, über Pflanzwechsel und so. Inzwischen haben sie sich verändert. Sie tun, was sie können, um dem Ansehen der RNK zu schaden und uns bei den Einheimischen schlecht zu machen. Dr. Hildern wurde vor Jahren von ihnen ausgebildet. Ich allerdings nicht. Bin ein echtes AWI-Mädel. Ich weiß nicht, wofür AWI steht. Wenn mich jemand aufklärt, wäre das cool. Ich habe gehört, dass das Essen hier ziemlich schlecht sein soll. Was ist denn das für ein Smalltalk? Widerlich, um es genau zu sagen. Die meisten versuchen von draußen zu beschaffen, was geht. Und wenn es nur ein geschmuggelter Schokoriegel ist. Contreras ist ein Genie. Er treibt so gut wie alles auf, was man braucht. Braucht aber Kronkorken als Motivation. Umsonst gibt's bei ihm nichts. Bei mir auch nicht. Von daher, auf Wiedersehen. Yep. Passen Sie auf sich auf. Sollen wir unsere andere Belohnung mal abholen? Hallo. Wir haben Oh. 800 Kronkorken von ihr bekommen, um ein Menschenleben zu retten. Mal sehen, was wir von ihm kriegen für wertvolle Forschungsergebnisse. Ich erhielt einen netten Anruf von Dr. Keely. Anscheinend verdanken wir es Ihnen, dass sie noch am Leben ist. Sehr verdienstvoll von Ihnen. Ich habe die Daten aus der Vault 22. Wunderbar, ausgezeichnete Arbeit. Lassen Sie mich sehen. Die Daten müssen erst einmal auf meinem Terminal entschlüsselt werden. Übrigens, Sie haben mich nie vor den dortigen Gefahren gewarnt. Übrigens war die Vault genauso gefährlich, wie Williams vermutet hatte. Und beeilen Sie sich, ich will meine Kronkorken. Ja, übrigens. Habe ich nicht? Hatten Sie etwa größere Schwierigkeiten? Wohl kaum, denn sonst stünden Sie ja jetzt nicht hier, oder? Das Einzige, was zählt, ist, ob die Daten intakt sind. Ich glaube, Williams Entschlüsselungsalgorithmen scheinen zu funktionieren. Ja, da, bitte, die Daten sind weitgehend unbeschädigt. Das wird den Vorstand endlich wachrütteln. Hier, bitte, wie versprochen, eine angemessene Summe, zahlbar bei Lieferung der Daten. Sie haben Ihren Part zur vollsten Zufriedenheit erledigt. 1200 ist okay, ist ein Plus von 2000 insgesamt. Freut mich, dass ich helfen konnte. Ich wäre lieber vorsichtig mit den Daten. Sie haben die Pflanzen in der Vault nicht gesehen. Da bin ich Ihrer Meinung. Ich habe mehr als das von mir Geforderte getan. Sie schulden mir also mehr. Verdammt richtig, aber nicht wegen Ihnen. Ich will mich zwischen denen entscheiden. Ja, ich glaube, da kriegen wir ein bisschen Karma Plus. Ich glaube, damit können wir die Tat von eben ausgleichen. Ihre Bedenken sind absolut verständlich, aber ich versichere, völlig grundlos. Technologie, die nicht durchgetestet wurde, käme nie zum Einsatz. Wir sind keine zusammengewürfelte Truppe von Vault-Alchemisten. Wir sind die Regierung. Herrgott nochmal, haben Sie ein bisschen Vertrauen? Herrgott nochmal. Stufenaufstieg. So. Wollen wir gucken. Ich weiß gar nicht, worauf wir zuletzt gegangen sind. Ich glaube, Energiewaffen. Ich glaube, reparieren wäre jetzt echt vom Vorteil mal. Ich bin am Überlegen, reparieren oder Sprache. Ich glaube, wir kommen auch eine Weile noch ohne reparieren aus. Da gehe ich lieber mal mit Sprache auf 50. Medizin können wir auch noch ein bisschen hoch machen. Ich bin mir unsicher. Ja doch. Fertig.
Leider keinen Perk dazu bekommen. Ich liebe Perks, aber man kann ja nicht alles haben. Ja, haben wir hier eine Quest abgeschlossen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich jetzt weitermachen soll. Ich mache mal einen Cut und überlege, wo ich weiter ansetzen kann. So, weiter geht's. Gerade noch eine Folge veröffentlicht und ein neues Ziel rausgesucht. Ja, unsere Quests sagen, wir haben noch offen, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Die nächtlichen Einbrüche in den Kontrollturm von Camp McCarran untersuchen. Das setzt aber voraus, dass ich erstmal den Kontrollturm finden muss. Und ich wollte mal mit Boone hier über die erste Aufklärung reden. Mal sehen, ob er ein paar Worte dazu zu verlieren hat. So, Boone, lass mal was hören. Reden. Was gibt's? Ja, wir probieren das erstmal. Wenn Sie wollen. Ist nicht so mein Ding. Was wollen Sie denn wissen? Wie kann ich deine Fähigkeit am besten einsetzen? Ja, das haben wir noch nie gesagt, deswegen können wir die zwei erstmal testen. Geben Sie mir ein Gewehr und freie Sicht und ich pflück sie Ihnen weg, bevor die mich überhaupt bemerken. Hatte nicht viel Nahkampftraining, also stünden unsere Chancen besser, wenn Sie dafür sorgen, dass mir keiner zu nahe kommt. Sie können mich auch als Aufklärer einsetzen. Schauen Sie durchs Visier und ich finde Ihnen die Ziele. Okay, sprechen wir über was anderes. Okay, das war das Falsche. Ich wollte eigentlich mehr von ihm hören. Nehmen Sie dieses Barett nie ab? Doch, tut er. Nein. Kurze Antwort. Weitere Fragen? Das wird er wahrscheinlich wieder abblocken. Carla ist tot. Mehr brauchen Sie nicht zu wissen. Okay, das ist aber mehr, als er sonst gesagt hat. Auf Wiedersehen. Yep. Zur ersten Aufklärung will er wohl nichts so direkt sagen. Corporal Betsy, haben wir mit der schon geredet? Ja. Ach, das ist die Lesbe, oder? Wie wär's mit einem Date? Ich mag starke Frauen. Ich glaube, da hat sie uns schon mal gesagt, nein, du bist nicht mein Ding. Danke für die Hilfe mit Yusanagi und überhaupt. Aber ich mag meine Partner immer noch groß, blond und weiblich. Okay, auf Wiedersehen. Ja, versuchen Sie nicht drauf zu gehen. So, angesichts dessen, dass das ein Flughafen ist, würde ich ja behaupten, dass der Kontrollturm, da ist er. So einfach geht das. So, erstmal muss ich halt gucken, gerade wo er ist, aber ich habe gedacht, dass er halt da drin irgendwo wäre oder da dran. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir zum Kontrollturm? Da scheint eine Wand zu sein, die alles abblockt. Ja, dann gehen wir nochmal rein, würde ich sagen, und gucken, ob wir da irgendwas finden. Dann wollen wir mal da reinspazieren und gucken, wer da so nachts das Schäferstündchen treibt. So, was haben wir hier? Genau, das Terminalgebäude. So, im Optimalfall wäre jetzt hier irgendwo eine Tür nach hinten auf das Gelände, aber ich glaube, so viel Glück haben wir nicht. Haben wir mit dem schon geredet? Was gibt's? Und? Ah, das war wegen den Überfällen nachts, glaube ich. Ich habe eine Spur. Jemand schleicht sich nachts in den Kontrollturm. Genau, da war ja was. Das hatten wir von jemand anderem. Tatsächlich? Kein Wunder, dass sich da nachts niemand aufhalten darf. Ich frage mich, da oben gibt es eine Menge Kommunikationsausstattung. Er könnte so mit seinen Auftraggebern in Kontakt bleiben. Sie haben schon einiges für uns geleistet, aber ich will mich hier raushalten. Dieser Kerl hat schon mehrmals sein Gespür für Fallen bewiesen. Doch Sie kennt er vielleicht nicht. Folgen Sie ihm in den Turm. Versuchen Sie, ihn zu erkennen. Kommen Sie zurück und ich werde ihn festnehmen lassen. Melden Sie sich wieder, wenn Sie die Informationen haben. Dann lasse ich ihn festnehmen. Okay, wir haben es ja wohl mit einem großen Spion zu tun. Wollen wir mal gucken, wie wir den kriegen. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich in den Kontrollturm komme. Danach ist der Rest kein Problem mehr, würde ich sagen. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal in den Kontrollturm rein. Hallo. Es ist ein langer Einsatz gewesen. Ich kann nur noch daran denken, nach Hause zu kommen. Ein langer Einsatz, ja. Im Flughafen patrouillieren ist ein langer und harter Einsatz. Ich verstehe, dass du durch den Wind bist. Ja, ich denke, wir müssen durch den Riesenflur da wieder. Aber ich glaube, von da aus kommen wir auch nicht zum Kontrollturm. Wir finden schon einen Weg. Wir lassen uns nicht abhalten. Wir sind der Übermensch. Hier liegen Papiere. Macht mal ein bisschen Ordnung hier. So, Bahnhofsstelle. Das kann ja schon nichts sein. Das hat ja nichts mehr mit dem Flughafen zu tun, oder?
Und die Abschnitte sind alle zu. Das da hinten sind nur Spinde. Wir haben hier eine Bar, die habe ich beim ersten Mal gar nicht gesehen. Wenn die Jungs von der ersten Aufklärung nur auf uns Hallo, aufpassen würden. Captain William Farber. Hör zu, Arschloch. Ich weiß, dass du kein Hygieneprüfer der RNK bist, also spar dir deine Anmerkungen. Und ich will meine 50 Kronkorken wieder. Ich habe nachgeschaut und es gibt gar keine Krankheit namens kolorektales Implosionssyndrom. Du hast also abkassiert, ohne dass irgendwas war. Moment mal, sind sie nicht... Oh, wow, tut mir leid. Sie sehen genau wie... Vergessen Sie es. Entschuldigung. Also, was möchten Sie haben? Sehr merkwürdiger Typ. Gibt es einen Hygieneprüfer, der Sie nervt? Ach, das ist nichts. Sie sehen nur dem Typen ähnlich, der vor ein paar Wochen wegen der jährlichen Hygieneprüfung hier war. Ich hatte gehofft, dass ich nicht noch 11 Monate warten muss, bis der Drecksack mir meine Kronkorken wiedergibt. Naja, egal. Wollen Sie was essen? Na gut. Klar, Sie können bestellen, was immer Sie wollen. Solange es Mais oder Bohnen sind. Toll gelacht. Alles Spaß. Haben Sie es noch nicht gehört? Wir kriegen kaum noch Nachschub und die Jungs wollen mal wieder etwas Abwechslung. Mit Mais, Bohnen, Zwiebeln und Pfefferschoten kann man halt nicht allzu viel variieren. Kann man ihn bei den... Nochmal. Kann man bei ihren Ma... Ich krieg's nicht hin. Ich muss eben nochmal was trinken. So, nochmal. Kann man ihnen bei ihren Nachschubs... Ich krieg's immer noch nicht hin. Das ist ein totaler Zungenbrecher. Kann man ihnen bei ihrem Nachschubsproblem irgendwie helfen? Naja, wir haben schon seit Monaten kein gutes Fleisch mehr. Die Jungs kriegen ihre Proteine nur durch Bohnen. Keine gute Sache. Außerdem sind ein paar von meinen Küchengeräten kaputt, sodass ich meistens rohes Gemüse servieren muss. Und ich brauche dringend Gewürze oder Würzmischungen. Irgendwas. Das würde der Stimmung hier sicher gut tun. Haben Sie einen Vorschlag, wo ich Fleisch in den Mengen finden könnte, die Sie Fleisch in den Mengen finden könnte, die Sie hier brauchen? Ja, okay, Großhörner abschlachten, würde ich spontan sagen. Wir brauchen es nicht alles aus einer Quelle. Es gibt hier einige Händler, die Fleisch verkaufen. Fitz, die Nash's, die Kaminrote Karawane. Wir haben uns nie die Mühe gemacht, mit den Händlern Verträge für Nahrungslieferungen auszuhandeln. Wir hatten immer genug Essen. Da war es nie nötig. Aber wir brauchen mal wieder etwas Fleisch auf dem Speiseplan, und zwar bald. Wenn Sie uns also beliefern, mache ich auch ein paar Kronkorken locker.